So, hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Episode. Episode 23. Und 23 gehört ja wirklich zu einem der schlimmsten Episoden. Ich glaube, Episode 16, war das Episode 16, wo Debra aufgetaucht ist und da das Ganze noch schlimmer gemacht hat? Dann wäre es 16, 23 und Episode 31. Ja, ich kenne meine Episode 31 schon, aber mehr werde ich nicht verraten. Gehört einer zu den schlimmsten Episoden, also unser Charakter und nebenbei eben noch die Jungs selber mitleiden müssen. Ja, aber das Spiel wäre ja nicht interessant, wenn es nicht solche Episoden geben würde. So. Das Haus der Geheimnisse. Es wird Zeit, Amber zu besuchen. Verbirgt dieses schöne Zuhause ein Geheimnis? Und gelingt es dir, es zu lüften? Ja, gehen wir doch mal rein. In diese Episode. In der vergangenen Episode hast du die Möglichkeit, einen exklusiven Gegenstand zu erhalten. Das Schminkset. Ach ja? Schade, du hast es leider nicht gefunden. Dieser Gegenstand ermöglicht es dir, neue Gesichtsausdrücke freizuschalten und in deinem Schrank zu auszuprobieren. Falls du das Schminkset gerne hättest, kannst du versuchen, es zu bekommen, indem du Episode 22 noch einmal spielst. Bis bald. Ach ja, diese Schminkbox ist ja auch nicht so schlimm. Danke, bis später. Episode 23 gibt Beginn. Nachdem ich Emma überredet hatte, mich für heute Abend zu sich einzuladen, bin ich nach Hause gegangen. Das Ziel des Ganzen war es, Nathaniel und seine Eltern zu beobachten, um selbst beurteilen zu können, was bei ihnen los ist, da er mir ja nichts sagen wollte. Ich beeilte mich, meine Sachen zu packen, um zur Schule zurückzugehen, wo mich Amber abholen würde. Leider war der einzige Pyjama, den ich noch hatte, schon uralt. Mit sowas konnte ich mich unmöglich vor Amber zeigen. Sie hätte sich bestimmt darüber lustig gemacht. Alles anderen Schlafanzüge waren in der Wäsche und ich hatte vergessen, die Waschmaschine einzuschalten. Ich muss unbedingt noch schnell vor Ladenschluss ins Modegeschäft. Was hast du gesagt? Mensch, Mama, erschreck mich doch nicht so. Klopf an, bevor du reinkommst. Ich habe geklopft, aber du hast nicht geantwortet. Ich bin nicht damit einverstanden, dass du heute Abend weggehst. Das ist das zweite Mal, dass du uns erst im letzten Moment Bescheid sagst, genau wie an dem Abend bei Melody. Entschuldige, es kommt nicht nochmal vor, aber ich muss da unbedingt hin. Du musst? Also, ich meine, ich möchte. Ich bin schnell gegangen, bevor sie mir noch weitere Fragen stellen konnte. Also zum Modegeschäft, da geht's lang. Ich bin in den Laden gegangen. Oh, hallo Rich, was machst du denn hier? Ich brauche einen neuen Schlafanzug. Ein Pyjama? Dir muss man auch wirklich alles erklären. Ein Mädchen trägt kein Pyjama, sondern ein Nachthemd. Lieber nicht. Ich übernachte bloß bei einer Freundin, da muss ich nicht unbedingt, elegant sein. Das müssen wir immer. Stell dir vor, du triffst bei dieser Freundin den Mann deines Lebens. Dann wirst du bereuen, dass du ein Pyjama gekauft hast. Warum muss ich immer solche Gespräche führen? Darf ich denn jetzt trotzdem etwas kaufen oder muss ich mich weiter dafür anmaulen lassen, was ich nachts trage? Klar, wir haben im Moment zwei wirklich schöne Modelle da. Komm, ich zeig sie dir. Ist das eigentlich Lights Laden oder deiner? Sagen wir es so, alles was seins ist, ist auch meins. Also ich habe zwei Modelle, die im Moment der Renner sind. Das heißt, das ist Geschmackssache, denn ich selbst würde sie nie tragen. Bist du sicher, dass du die Nachthemden nicht wenigstens angucken möchtest? Rosa. Schon gut, schon gut. Und welche gefällt dir besser? Outfits ansehen. Also ich aus Prinzip würde jetzt eher eben den hier anziehen. Weil einerseits
Ebba trägt den hier schon. Und wir wollen ja nicht den gleichen tragen wie Ebba. Obwohl sie sich über diesen lustig machen wird. Aber wir wollen ja eigentlich auch das Bild. Also von dem her nehmen wir jetzt das. Wir kommen dann schon im Schlafanzug angedackelt. Das ist niedlich. Oder das ist niedlich. Rosalia, ich merke deinen strengen Blick. Oh, aber natürlich, die Kundin ist Königin und wird gar nicht von dir beeinflusst. Aber wenn du die Absicht haben solltest, damit einen Jungen zu verführen, lass mich dir sagen, dass die Mühe vergebens ist. Rosa, ich kann dich schließlich nicht anlügen. Ich tue dir damit nur einen Gefallen. Ich muss sowieso los. Ich bin schon spät dran. Wo wolltest du nochmal hin? Das habe ich dir doch schon erzählt. Ich verbringe den Abend bei Emma. Was? Was? Ich versuche, mit ihr Frieden zu schließen. Lügnerin, du hast doch etwas zu verbergen. Was steckt dahinter? Gar nicht. Ich schwöre es dir. Ich versuche bloß, die Wogen zu glätten. Nathaniel zuliebe. Klar, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Morgen solltest du mir lieber alles erzählen. Wenn ich den Abend überlebe, ja. Oder müssen wir jetzt nochmal zurück, oder? Was ist los? Geh zu dir nach Hause und warte dort. Jetzt müssen wir zuerst noch zurück. Ha! Toll! Ich bin nach Hause gegangen, um meine Sachen zu Ende zu packen. Emma hat entschieden, dass wir nicht zusammengehen würden und redete sich damit heraus, dass mein Viertel verrufen sei. Deshalb treffe ich sie jetzt vor der Schule. Ups, da ist Kastiel. Ach, du bist das. Hallo. Warum habe ich bloß diesen dämlichen Pakt mit Emma zugestimmt? Aber wo sie mich nun schon zu sich eingeladen hat, kann ich wenigstens versuchen, die Sache mit Kastiel wieder in Ordnung zu bringen. Ich dachte, du würdest nicht mehr mit mir sprechen. Ich sollte lieber gehen. Mir fällt gerade auch keine gute Ausrede ein. Nicht so schnell. Bevor ich auch nur zwei Schritte machen konnte, hat er mich schon gepackt. Lass mich! Wenn er mich weiter festhält, werde ich noch schwach. Was ist denn dein Problem? Du verheimlichst mir doch was. Kastiel, bitte! Wir wurden von einem Geräusch unterbrochen. Uff! Ah! Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Was für ein Angsthase. Er hat dich nur begrüßt. Ja, aber er hätte mich anspringen sollen. Sein Gebell macht einem schon Angst. Oder ich habe keine Angst vor ihm, sondern vor dir. Ich habe keine Angst vor dir, ja. Gott, ja, er hätte mich anspringen können, ja, na, sein Gewehr macht einem schon Angst. Oh, du Ärmste, du hast Angst vor so einem kleinen Wauwau? Klein? Das nennst du klein? Angsthase, hör auf, dich lustig zu machen. Also, was machst du hier? Ich bin auf dem Weg zur Schule. Um diese Zeit. Du bist ja immer pünktlich, aber dieses Mal bist du echt zu früh dran. Ich treffe dort jemanden. Ich gehe nicht zum Unterricht. Das war ironisch gemeint. Wen triffst du denn? Einen Freund? Kann sein. Ach ja, wen denn? Niemand, Idiot, das war ein Scherz. Wie witzig. Genauso komisch wie mir mit deinem Hund Angst zu machen. Komm, spuck schon aus. Schon gut, schon gut. Ich treffe Amber. Ich übernachte heute bei ihr. Du gehst zu diesem Idioten von Schülersprecher?
Ja, also hauptsächlich gehe ich wegen Emma dorthin. Wegen Emma? Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Das brauchst du nicht zu wissen. Warte mal, hast du was da, hat es was da, hat das was damit zu tun, dass es zwischen uns aus ist? Ich habe wirklich keine Lust darüber zu sprechen. Das wollte ich dir schon mal zu, da wollte ich dir schon mal zuhören. Ja, also vielleicht ein andermal. Einen schönen Abend. Hey, was denn noch? Pass trotzdem auf, wenn du dort bist. Warte, machst du dir Sorgen um mich? Nein, um Emma, du Idiotin. Er wirkt nicht mehr ganz so wütend. Offenbar ahnt er etwas. Ich hoffe, er wird sich wieder. Es wird sich alles wieder normalisieren. Ja, wie hat's denn. Wie sieht's denn jetzt gerade aus mit dem Lovometer? 70? Okay, wir sind wieder gestiegen. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Ich habe eine halbe Stunde lang vor der Schule auf Emma gewartet, aber sie ist nicht gekommen. Diese Schlange, und dafür hab ich's mir mit Kastil verdorben. Gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wieder nach Hause zu gehen. Hin und her, hin und her. Jetzt brauche ich unbedingt einen Plan B. Rich? Ah, Mama, du musst wirklich damit aufhören, hier reinzuplatzen. Entschuldige, aber du warst so in deinen Gedanken vertieft, dass ich mich nicht anders bemerkbar machen konnte. Da ist eine Amber am Telefon und will dich sprechen. Meine Mutter ist aus dem Zimmer gegangen und hat mir das Telefon dagelassen. Hallo? Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich versuche dich seit Stunden zu erreichen, um dir meine Adresse zu geben. Stundenlang? Nun übertreib mal nicht. Und woher hast du meine Nummer? Peggy hat eine Telefonliste, die sie aus dem Lehrerzimmer geklaut hat. Ich muss sie nur nett fragen. Und davon abgesehen wolltest du eigentlich an der Schule auf mich warten. Ich habe dort eine halbe Stunde lang herumgestanden, deswegen konntest du mich ja auch nicht erreichen. Dass ich dich zu mir nach Hause einlade, bedeutet nicht, dass ich es dir leicht mache. Wir sind schließlich keine Freundinnen. Ich bin schon so nett, dich zu mir einzuladen, also übertreib's nicht. Ich hab's doch gesagt, dieses Mädchen treibt einen echt in den Wahnsinn. Okay, verstehe. Gibst du mir dann jetzt endlich mal deine Adresse? Emma hat mir schließlich ihre Adresse gegeben. Und vergiss nicht, dass man als höflicher Gast ein Geschenk mitbringt. Okay, ich hab's verstanden. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Hä? Kann man jetzt hier nicht. Okay, diese. Diese Option gibt es hier nicht. Ich bin an der Bushaltestelle angekommen und habe den Bus genommen, von dem Emma gesprochen hat. Der Bus kostet $10. Oh, sie hat echt ein riesiges Haus. Ich habe geklingelt und jemand hat geöffnet. Rich, was machst du denn hier? Also, ich komme zum Übernachten. Du schläfst hier? Wieso das denn? Aber hat dir Emma nichts gesagt? Wir haben beschlossen, das Kriegsbeil zu begraben. Sie hat mich eingeladen.
Wie bitte? Emma hat unser Gespräch unterbrochen, um ihren Bruder wegzuschubsen und sich vorbeizudrängeln. Endlich, hast du mein Geschenk? Die Duftkerzen geben. Okay, das ist zwar Mist, aber trotzdem danke. Gerne. Sie hat das Geschenk hinter sich geworfen. Miststück. Komm, ich zeig dir das Haus. Nathaniel hat uns mit großen Augen angesehen, während Amber mich hinter sich herzog. Also, das ist der Flur, wie man sieht. Wow. Mach den Mund zu, es zieht. Es ist wirklich ein beeindruckender Flur. Und das war erst der Anfang. Hier essen wir später. Hier sind überall Glasschränke, es ist sehr hell. Wie immer übersiehst du das Wichtigste. Guck dir dort das dort an, das ist von einem sehr bekannten Künstler. Ach ja, und wie heißt dieser Künstler? Das ist, du weißt schon, der ist auch egal, du kennst ihn eh nicht. Klar, gib doch lieber zu, dass du nicht weißt, wie er heißt. Es ist jedenfalls ein kleines Vermögen wert. Ich finde nicht, dass es das Bild ist, das den Raum seinen Charme verleiht. Du bist echt ein aussichtsloser Fall. Jetzt sind wir auf der ersten Etage. Hier ist mein Zimmer, das von Nathaniel und das Badezimmer. Die Treppe dort führt nach oben zum Zimmer meiner Eltern. Das ist natürlich für dich tabu, klar? Was denkst du denn von mir? Dass du eine Schnüfflerin bist? Was denn sonst? Als ob ich vorhätte, das Zimmer ihrer Eltern zu durchwühlen. Dieses Badezimmer ist wirklich toll. Wenn du daran denkst, dass ich dasselbe Badezimmer benutze wie du, beim bloßen Gedanken schüttelt es mich. Ich frage mich, wie ich es wohl anstellen soll, ihr bis morgen nicht den Hals umzudrehen. Okay, da stehen ja unsere Duftkerzen. Und wieso ist das Badewasser noch drin? Geht da jetzt jemand baden? Das ist bestimmt Nathaniels Zimmer. Emma hat mich hinter sich hergezogen. Ich hab dir nicht gesagt, dass du hier reingehen sollst. Folge mir einfach. Okay. Und das ist mein Zimmer. Nicht schlecht, was? Es ist wirklich edel. Das kannst du laut sagen. Die Bettlaken sind aus Seide. Das glaube ich dir aufs Wort. Na, jetzt kennst du das wichtigste Zimmer dieses Hauses. Ihr habt es hier wirklich schön. Bemühe dich nicht. Ich hab dir schon mal gesagt, wir sind keine Freundinnen. Okay, der Abend wird lang werden. Komm, lass uns gehen. Meine Eltern sind da und wir essen gleich. Der Gedanke, mich mit den Eltern von Nathaniel und Emma zu unterhalten zu müssen, beruhigt mich nicht gerade. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ein Traum jedes Mädchens. Ein Zimmer in Pink. Nathanias Eltern sind beide da. Sie wirken nicht besonders freundlich. Los, tief durchatmen. Hallo. Rich, so heißt du doch, oder? Ja. Freut mich einmal jemand anderes als Lee und Charlotte hier zu sehen. Gleich gibt es Essen. Ich hoffe, du magst Hummer, junge Dame. Ich habe noch nie Hummer gegessen. Nicht jeder kann sich Hummer leisten. Wenn dich dieses Essen einschüchtert, kannst du auch mehr von dem Gemüse essen. Danke, ich würde gern etwas von dem Hummer probieren. Kann ich Ihnen beim Tischdecken helfen? Und wo ist Nathaniel? Ja, und wo ist Nathaniel? Warum interessiert dich das so? Das war bloß so eine Frage.
Nathaniel müsste in seinem Zimmer sein. Könntest du ihn vielleicht holen? Er muss den Tisch decken. Er ist spät dran. Er wird wirklich Zeit, dass der Junge Pünktlichkeit lernt. Ja, in Ordnung. Ich habe geklopft und gehofft, dass ich mich nicht im Raum geirrt habe. Komm mal rein. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages das Zimmer von Nathaniel betreten würde. Also, und ich wollte dich abholen. Deine Eltern möchten, dass du hier steckst. Und? Darf ich erfahren, was hier los ist? Nein, tut mir leid. Finde ich das jetzt nur oder haben sie jetzt das Zimmer wirklich neu nochmal umgestellt? Nein, ich habe es anders in Erinnerung. Nein, tut mir leid, ja. Dafür möchte ich eine Erklärung. Nathaniel, komm sofort runter, um den Tisch zu decken. Das ist Nathaniels Mutter. Sie wirkt viel unsympathischer als sein Vater. Ja? Ich muss gehen. Und du solltest lieber auch mitkommen. Könntest du mir bitte das Gemüse reichen, wenn es keine Umstände macht, junge Dame? Oh, die Stimmung hier ist wirklich angespannt. Alle sind da, aber niemand scheint sich darüber zu freuen. Ja, natürlich. Autsch! Gibt es ein Problem? Oh, nichts. Ich habe mir nur das Knie am Tischbein gestoßen. Emma hat mir mit Absicht unter den Tisch auf den Fuß getreten. Zum Glück hat sie es nicht fallen lassen. Nimm die Ellbogen vom Tisch, Junge. Tut mir leid. Emma hat beim Essen vielleicht nicht die Ellenbogen auf dem Tisch, aber sie versendet SMS und ihr sagt niemand was. Und dieses fürchterliche T-Shirt. Du musst dir unbedingt ein neues kaufen. Du siehst damit aus wie ein Clown. Immer noch besser als ein schreckliches Hemd. Du bist noch zu jung, Emma. Du weißt noch nicht, wie wichtig das Bild ist, das wir anderen von uns vermitteln. Ich lerne schnell. Warum glaubst du, interessiere ich mich so für Mode? Schon gut, mein Schatz. Emma hat es wirklich drauf, ihre Eltern um den Finger zu wickeln. Und? Wie schmeckt dir der Hummer, Rich? Es schmeckt sehr gut. Wenn es dir nicht schmeckt, brauchst du es nur zu sagen, okay? Das ist ein sehr teures Essen. Nicht alle wissen das zu schätzen. Es wäre schade, es zu verschwenden. Nein, nein, wirklich. Ich mag das wirklich gerne. Danke, Emma. Will sie ihre Eltern wirklich weismachen, dass wir Freundinnen sind, wenn sie mich so behandelt? Danach sagte beim Essen kaum jemand ein Wort. Später gab es Nachtisch. Nathaniel hat Anne bedient. Bang! Eigentlich wirkte er so ruhig, doch plötzlich stand Nathaniels Vater auf und schlug laut mit der Hand auf den Tisch. Nathaniel, ja? Wie oft muss ich dich daran noch erinnern, nicht die kleinen Löffel zu vergessen, wenn du den Tisch deckst? Wie oft? Das ist schon das zweite Mal in dieser Woche. Wow, so ein Aufstand wegen der kleinen Löffel. Entschuldige, junge Dame. Normalerweise kann mein Sohn korrekt den Tisch decken. Deshalb muss man doch nicht gleich so mit ihm reden. Das ist nicht so schlimm. Ja, das soll es. Ein junger Mann aus gutem Hause sollte zumindest wissen, wie man den Tisch deckt. Aus gutem Hause? Meinte er es ernst? Beim Nachtisch habe ich mich noch unwohler gefühlt als sowieso schon. Ich konnte kaum erwarten, dass es vorbei war. Komm jetzt, Rich.
Oder kommst du jetzt, Rich? Aber räumen wir nicht noch den Tisch ab? Tanja macht das schon. Ja, und außerdem muss ich mit ihm auch noch mal unter vier Augen sprechen. Ihr habt doch sicher noch etwas vor, Mädchen. Nathaniel wirkt völlig hilflos. Ich fühlte mich so schlecht, ihn alleine zu lassen. Komm schon. Ich habe mich entschieden, Amber zu folgen und den Raum zu verlassen. Ich habe hier ein Oberbett und ein Kopfkissen für dich vorbereitet. Und es gibt keine Matratze? Träum weiter, die hättest du eben mitbringen müssen. Na toll, ich glaube, das wird ein toller Abend. Beschwer dich nicht, du hast Glück, dass ich dich überhaupt in mein Zimmer lasse. Es wäre schließlich auch komisch gewesen, wenn du mich auf der Türschwelle hättest schlafen lassen. Ich hätte dich auch gar nicht einzuladen zu brauchen. Ich hätte dich gar nicht einladen brauchen. Zu brauchen. Da fehlt wieder ein Wort. Wegen dir habe ich es mir mit Castiel verdorben. Das warst du mir also schuldig. Wer garantiert mir, dass du dich nicht morgen wieder mit ihm versöhnst? Also pass gut auf, was du heute Abend tust. Sollte es auch nur das geringste Problem geben, werde ich meinem Vater sagen, dass du versucht hast, mich im Schlaf zu erwürgen. Das wirst du nicht wagen. Ich werde mich bemühen. Eine peinliche Stille tritt ein. Es ist aber nicht leicht, mit Emma ein gemeinsames Gesprächsthema zu finden. Du wohnst hier schon lange hier? Seit unserer Kindheit, wieso? Entspann dich, ich wollte nur die Zeit herumkriegen. Hör zu, das ist auch so schon schlimm genug, also mach es nicht noch schlimmer, indem du so tust, als wäre alles ganz normal. Sollen wir uns noch länger so anstarren? Wenn's sein muss, ja. Na, wenn das so ist, mache ich einen kleinen Spaziergang. Darf ich fragen, was genau du vorhast? Ich gehe mir die Zähne putzen, es sei denn, du willst, dass ich für. Es sei denn, du willst das für mich übernehmen. Schon gut, kein Grund, in dem Ton mit mir zu reden. Ich habe das Zimmer verlassen. Ich habe gehofft, durch das Gespräch zwischen Nathaniel und seinem Vater Gewissheit zu bekommen, aber sie redeten nicht laut genug. Jetzt ist es draußen plötzlich dunkel und alle Lampen sind ausgeschaltet. Nur im Erdgeschoss brennt noch Licht. So kann ich jetzt da nicht runter. Du hast hier nichts verloren, junge Dame. Ja, okay. Geh wieder nach oben zu Ember. Ja, natürlich. Ich bin schnell wieder hinaufgegangen. Ein weißes Zimmer. Ah, die Kerze. Der Gegenstand Duftkerze wurde in deinen Bestand hinzugefügt. Vieler Gegenstand befindet sich nicht in diesem Ort. Hey! Hör auf. So. Ja, das Internet braucht heute ein bisschen länger. So. Jetzt haben wir die Kerzen mitgenommen. Wieder rein. Okay, da ist niemand drin. Bist du jetzt mit deinem Theater fertig? Nein, ich bin auf die Toilette gegangen und hatte meine Zahnbürste vergessen. Dir ist echt nicht zu helfen. Ich sollte mir jetzt lieber wirklich die Zähne putzen gehen.
Schweren Herzens bin ich mir die Zähne putzen gegangen. Plötzlich habe ich im Erdgeschoss laute Stimmen gehört. Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Papa, ich wollte damit nichts sagen, aber es ist auch nicht das Ende der Welt. Ich akzeptiere in diesem Haus keine Mittelmäßigkeit, niemals. Ich bin wie versteinert stehen geblieben, als ich gehört habe, wie Nathaniel von seinem Vater angeschrien wurde. Bläm. Hat er Nathaniel etwa geschlagen? Danach trat eine schreckliche Stille ein. Ich konnte mich nicht von der Stelle rühren. Zieh deinen Schlafanzug an und bitte Nathaniel um Erklärung. Du hast hier nichts verloren, junge Dame. Geh wieder nach oben. Okay. Okay, dann lass mich auch gehen. Ich bin schnell wieder nach oben gegangen. Wieder zu Emma. Gut, darf ich jetzt ins Badezimmer gehen? Ja, klar. Was hast du? Du bist ganz weiß im Gesicht. Hast du ein Gespenst gesehen? Ich habe gerade gehört, wie dein Vater und Nathaniel sich gestritten haben. Das klang sehr brutal. Kommt das öfter vor? Na, meine Eltern sind eben bloß ein bisschen strenger zu ihm. Er bekommt Ärger, wenn er spät dran ist und solche Sachen. Ich finde das lustig. Ich darf mir viel mehr erlauben als er. Verstehe. Na, dann werde ich mal meinen Schlafanzug anziehen. Meine eigene Stimmung klang merkwürdig weit entfernt. Mach das. Ich ziehe mich im Badezimmer um. Ich habe keine große Lust, dich halbnackt zu sehen. Ich fürchte, dann müsste ich kotzen. Das Ganze hat mich so geschockt, ich habe nicht mal mitbekommen, was sie gesagt hat. Ich werde jetzt meinen neuen Pyjama anziehen. Irgendwas stimmt doch echt nicht mit dir, oder? Wo hast du diesen schrecklichen Pyjama aufgetrieben? Ja, Amber hat den gleichen in Gelb. Es beruhigt mich irgendwie, dass unser Geschmack so unterschiedlich ist. Und deshalb trägst du Schlafanzüge für Kleinkinder? Ich bin nicht hergekommen, an einer Modenschau teilzunehmen. Ach ja, und warum bist du nochmal genau hergekommen, wenn ich fragen darf? Erinnerst du dich an die blauen Flecken auf Nathaniels Rücken? Das ist doch bloß wieder so eine von deinen Geschichten. Hör auf zu lügen, Emma. Ich weiß genau, wovon du redest. Oder du weißt genau, wovon ich rede. Du weißt, was da los ist. Willst du etwa schon wieder von der Geschichte mit dem Handy anfangen? Ich habe dir doch schon gesagt, es war nur ein Mittel, um dich blechen zu lassen. Du dachtest, ich hätte eine interessante Info und ich habe es ausgenutzt. Ist doch nicht meine Schuld, wenn du so leichtgläubig bist. Dann hast du also wirklich keine Ahnung? Ich hab's dir doch gesagt, ich weiß nicht, wo er die her hat. Bist du taub? Mist, sie scheint wirklich die Wahrheit zu sagen. Dann bleibt mir keine andere Wahl, ich muss Nathaniel zum Sprechen bringen. Nicht, dass ich nicht gerne an den Moment zurückdenke, wo ich mir dank dir ein Handy verschafft habe. Aber ich bin jetzt echt müde. Dann schlaf mal gut in deinem Schlafsack. Ich habe abgewartet, bis Emma eingeschlafen war, um mit Nathaniel zu reden. Ich dachte, es würde schwierig werden, den richtigen Moment abzupassen, um zu verschwinden, aber. Als sie begann, laut zu schnarchen, war alle meine Zweifel, sie könnte mich ertappen, in Luft aufgelöst. Emma schnarcht, haha. Und sowas hält sich für eine Prinzessin. Ich hoffe, Nathaniel schläft noch nicht. Ich habe Angst vor seiner Reaktion und wenn er nicht möchte, dass ich ihn im Pyjama sehe.
Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass er einen altmodischen Schlafanzug mit Karo-Muster trägt. Ich rede wirklich Unsinn, aber ich versuche mir Mut zuzureden. Schließlich habe ich leise an seine Tür geklopft. Wer ist da? Sein Zimmer betreten. Psst. Oh Gott. Rich, aber was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden und dieses Mal entwischst du mir nicht. Ups, ich merke gerade, er schläft im Boxershorts. Im Boxershorts. Oh Gott. Und du musst unbedingt mitten in der Nacht mit mir re darüber reden. Konzentrier dich, hör auf ihn anzustarren. Ja, ich brauchte zuerst Beweise, bevor ich mit dir reden konnte. Beweise. Beweise dafür, dass dein Vater dich schlägt. Ich habe dir doch schon mal gesagt, du sollst dich da nicht einmischen. Das geht dich nichts an, verstehst du das nicht? Bitte bleib ruhig, wenn deine Eltern uns hören. Verlass sofort das Zimmer. Nein, ich gehe nicht. Die Sache ist zu ernst. Ich kann nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Es ist komplizierter, als es aussieht, weißt du? Also, dann erzähl es mir. Du kannst mir vertrauen. Ich habe nach seiner Hand gegriffen. Er war so verwirrt, dass er es gar nicht me zu merken schien. Ich glaube, es würde dir gut tun, mit jemandem zu reden. Ich möchte meinen Vater keinen Ärger machen, verstehst du? Er hat gerade auch so schon genug Probleme. Deswegen rede ich auch mit niemandem über das, was er tut. Entschuldige mal, aber ich glaube, du bist derjenige von euch beiden, der mehr leidet. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Mein Vater war immer erfolgreich und hat gut verdient. Er ist in seiner internationalen Firma schnell aufgestiegen und hat meiner Mutter, meiner Schwester und mir ein sehr angenehmes Leben garantiert. Bis was? Bevor ihm jemand seine Beförderung weggeschnappt hat und sich mit einem Schlag alles aufgelöst hat. Vor kurzem hätte mein Vater stellvertretender Firmenchef werden sollen. Oh, das nenne ich eine Beförderung. Ja, außer dass ihm ein junger Mann, der gerade frisch von der Uni kam und ein Diplom mit Auszeichnung vorzuweisen hatte, den Posten vor der Nase weggeschnappt hat. Trotz dieser Erfahrung und der Kompetenz meines Vaters hat sein Vorgesetzter sich für den jungen Mann entschieden. Ich verstehe, dass das ein harter Schlag ist, aber das entschuldigt nicht alles. Dein Vater hat doch sicher immer noch eine gute Stelle in der Firma. Nein, das Problem zog das nächste nach sich. Der neue stellvertretende Chef fühlte sich durch die Anwesenheit meines Vaters bedroht und hat seine Position nach und nach bis auf das Grundniveau zurückgestuft. Das heißt, mein Vater sitzt in der Falle. Er hat so für seinen Aufstieg gearbeitet und muss nun in einem kleinen Büro sein Dasein bis zur Rente fristen. Ich verstehe nicht. Was hast du mit seinem beruflichen Misserfolg zu tun? Ich bin kein Psychologe. Was willst du also hören? Aber ich glaube, mein Vater projiziert das Bild von dem jungen Mann, der ihm den Posten gestohlen hat, unbewusst auf mich. Und gleichzeitig möchte er, dass ich genauso perfekt bin wie er. Oder sogar noch besser, dass ich mich nie so ausstechen lasse wie er. Aber das ist doch einfach unmöglich. Niemand ist perfekt. Ich glaube, er möchte mich so vor den Misserfolgen bewahren, die er einstecken musste. Er will nur mein Bestes, weißt du? Kann schon sein, aber das rechtfertigt nicht sein Verhalten. Das ist dir doch klar, oder? Wie kannst du das alles einfach so hinnehmen? Wenn ich ihn dafür anzeigen würde, würde das meine Familie nur noch mehr zerstören, als sie es schon ist.
Mein Vater würde seine Arbeit verlieren, wir sind jetzt schon verschuldet und dann würden wir das Haus verlieren. Was würde dann aus meiner Mutter und meiner Schwester? Ja, genau. Und warum sagen Amber und deine Mutter nichts? Wissen sie nichts davon? Amber hat keine Ahnung. Sie glaubt einfach, dass sie der kleine Liebling ist, während ihr Bruder oft angemeckert wird. Und meine Mutter, ich glaube, sie tut nur so, als wüsste sie nichts. Wie kann sie sich bloß so verhalten? Eine Mutter muss ihre Kinder doch beschützen. Du solltest nicht so ein Drama aus der Geschichte machen. Alle Kinder bekommen ab und zu mal ein paar hinter die Ohren. Nicht so, dass man blaue Flecken da bekommt. Außerdem habe ich nicht das Gefühl, dass dein Vater dich erst ein- oder zweimal geschlagen hat. So oft ist es auch wieder nicht vorgekommen. Auch wenn es nur einmal vorgekommen ist, es ist unentschuldbar. Eltern dürfen ihrem Kind einfach nicht wehtun. Ich bin nicht sicher, dass mein Vater das nicht mit Absicht tut. Vielleicht, aber trotzdem hat er dich damit körperlich verletzt. Das ist Misshandlung. Wie auch immer, du brauchst dich nicht darum zu kümmern, okay? Ich komme schon klar. Aber er hat dir heute Abend auch wehgetan, oder? Komm schon. Ich habe Angst, nochmal zu drücken, dass es noch gerade einen Dialog überspringt. Es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Jo, wir könnten eigentlich mal nicht. So. Das war nicht der Rede wert. So harmlos ist das Ganze nicht, oder ich? Nate, ja. Ich würde jetzt gerne schlafen gehen. Es ist schon spät und ich möchte morgen für die Schule ausgeschlafen sein. Er hat sich hingelegt und mir den Rücken zugewandt. Ich kann nicht einfach so gehen. Ah. Eigentlich ein hübsches Bild und die Haare finde ich jetzt gerade cool, so die Farbe. Ich habe mich neben ihn gelegt und ihn in den Arm genommen. Weil er mir den Rücken zugewandt hatte, konnte ich weder sein Gesicht sehen noch ahnen, was er wohl empfand. Er hat mich aber auch nicht weggestoßen. Wir sind ein paar Minuten so liegen geblieben, ohne uns zu rühren. Du solltest jetzt lieber gehen. Ich möchte lieber nicht, dass mein Vater uns so findet. Ja, natürlich, ich verstehe. Geht's dir besser? Ja, jetzt schon. Es hat mir gut getan, dass du da warst, aber du solltest jetzt lieber zurück in Embers Zimmer gehen. Sonst schlafen wir noch zusammen ein. Okay, dann gehe ich mal wieder. Gute Nacht. Rich? Ja? Danke. Das ist doch normal. Ich kann einfach nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Ich bin leise in Emmas Zimmer zurückgeschlichen. Sie schnarchte noch immer wie eine alte Dampflok. Ich glaube, es dürfte schwierig werden, auf dem Boden einzuschlafen. Aber nach Nathaniels Geschichte kann ich sowieso nicht mehr schlafen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich habe mich in sein Bett gelegt. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu so etwas fähig wäre. Ich habe in der Nacht wegen dieser ganzen Geschichte kein Auge zugemacht. Am nächsten Morgen fiel Amber kein geeigneter Vorwand ein, mich allein mit dem Bus fahren zu lassen. Ihr Vater hat also Nathaniel, Amber und mich an der Schule abgesetzt. Ja, wir ziehen uns noch gerade schnell um, damit wir nicht im Pyjama da rumlaufen müssen. Ich weiß nicht, was heute mit der Verbindung los ist. Ist das so?
dass die so schlecht ist. So. Ja, mal sehen, was ziehen wir denn so drüber? Ja, das kann man gut drüber ziehen. Ich mag den Hut. Ja, Schuhe wäre vielleicht noch praktisch. Nein, das Armband passt jetzt nicht. Ja, noch schnell eine Kette und dann ist gut. Ich glaube nicht, dass unser gemeinsames Auftauchen in der Schule unbeobachtet geblieben ist. Kaum hatte ich ihr den Rücken zugewandt, ist Emma davongegangen. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie vom gestrigen Abend, was sie vom gestrigen Abend gehalten hat. Lauf ein bisschen durch die Schule, du könntest unerwartet jemand treffen. Ja, in der Schule kann man jemanden immer unerwartet treffen. Die Schule ist ja voll. Hallo Melody. Stimmt was nicht? Es ist nur, also ich habe gesehen, dass du mit Natanja zur Schule gekommen bist. Ja, ich habe bei ihm übernachtet. Dann seid ihr beiden. Oh nein, denke jetzt bloß nichts Falsches. Eigentlich, Emma hat mich eingeladen. Du verbringst deine Freizeit mit Emma? Ich weiß, es ist schwer zu glauben. So schwer nun auch wieder nicht. Was meinst du damit? Da war sie schon weg. Ja, sie ist eifersüchtig. Sieh an, sieh an. Du kommst gerade richtig. Redest du mit mir? Ich wüsste nicht, wer hier sonst noch sein sollte. Na los, sag was. Kann sein, aber ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Dann behalt deine Gedanken für dich. Sie ist gegangen, bevor ich sie fragen konnte, wo Ember steckt. Komm schon, lass mich hoch. Und erzählst du mir jetzt, was du bei Ember gemacht hast? Ich kann im Moment nicht darüber reden. Du weißt aber schon, dass du mir vertrauen kannst, oder? Tut mir leid, Rosa, vielleicht später. Klar. Juppe. Ja. Nein, ich will doch nicht hoch. Wie gut, dass du mit Amber Frieden geschlossen hast. Warum sagst du das? Oh, ich habe bloß gesehen, dass ihr heute Morgen zusammen angekommen seid. Das bildest du dir nur ein, Iris.
Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da eingelassen hast, Kleines. Wovon redest du? Du weißt doch ganz genau, wovon sie redet. Von dir und der Barbie-Verschnitt. Ich weiß nicht, was ihr da ausheckt und ich will's auch gar nicht wissen, aber pass auf dich auf. Wenn du nicht damit rechnest, spielt sie bestimmt wieder irgendein mieses Spiel mit dir. Danke, Kim. Ich werde vorsichtig sein. Oh je, die ganze Schule scheint gesehen zu haben, dass wir heute Morgen zusammen angekommen sind. Wir haben ja noch keinen der Jungen getroffen. Es sind bis jetzt nur die Mädchen. Wo sind denn alle? Da sind Alexi und Viola. Mit Alexi oder mit Viola? Ja, wir sprechen jetzt erstmal mit Viola. Weil Alexi ist sicher so fordernd. Ich habe heute irgendwie keine Ideen für meine Zeichnungen. Endlich! Nein, es ärgert mich. Ich meinte endlich mal jemand, der mich nicht auf meine Freundschaft zu Ember anspricht. Ach, seid ihr jetzt befreundet? Nein, natürlich nicht. Okay. Da ist auch niemand. Das läuft echt zu schnell hin und her. Ja, du läufst echt zu schnell hin und her. Es ist echt schwer, an dich ranzukommen. Und warum wolltest du an mich rankommen? Meinst du, ich hätte nicht gesehen, dass du heute Morgen mit Emma und unserem Schülersprecher zur Schule gekommen bist? Ich wusste nicht, dass das so außergewöhnlich ist. Weißt du, weiter. Gib zu, du hast bei ihnen übernachtet. Warum warst du dort? Wenn sie glaubt, ich würde ihr etwas erzählen. Ich habe noch nicht vergessen, welche Rolle sie gespielt hat, als Debra wieder in der Schule aufgetaucht ist. Ihr tue ich bestimmt keinen Gefallen. Komm, rück schon raus. Außerdem würde ich Nathalie mich umbringen, wenn ich mit Peggy spreche. Sobald sie etwas weiß, erfährt es jeder. Sag wenigstens irgendetwas. Ich bekomme allmählich Angst, dass du stumm geworden bist. Nur drei Worte. Auf Wiedersehen, Peggy. Sehr witzig. Sie hat mir den Weg versperrt. Peggy, deine Verpflichtung als Journalistin berechtigt dich nicht dazu, mich hier festzuhalten. Du weißt genau, ich werde nicht locker lassen, also solltest du mir die Infos lieber direkt geben, oder? Wenn sie darauf besteht, muss ich ihr wohl eine Lüge auftischen. Die Sache mit der plötzlichen Freundschaft zwischen Ember und mir würde sie mir nicht abkaufen. Und? Also Ember bezahlt mich dafür, dass ich ihre Hausaufgaben mache. Das klingt einleuchtend. Du hast schließlich gute Noten und sie hat das nötige Geld. Aber warum hat sie nicht gleich ihren Bruder gefragt, der ein noch größerer Streber ist als du?
Sie möchte nicht, dass ihre Eltern erfahren, dass sie Nathaniel um Hilfe bittet. Sie hat sicher einen Minderwertigkeitskomplex. Emma und Minderwertigkeitskomplexe, das passt nicht zusammen. Weißt du, Peggy, die Menschen sind oft komplizierter, als man glaubt. Selbst wenn ich dir das glaube, rechtfertigt das nicht, dass du sogar bei ihnen übernachtet hast. Wenn Amber die Hausaufgaben, die ich für sie mache, nicht Wort für Wort abschreibt, erkennen die Lehrer meine Schrift. Und weil sie nicht alles auf einmal abschreiben wollte, bin ich bei ihr geblieben, damit sie die Sachen nach und nach abschreiben kann. Es war schon spät, als sie mit dem Abschreiben fertig war, und da haben mir ihre Eltern angeboten, bei ihnen zu übernachten. Dann sind sie nicht so unsympathisch, wie man meinen würde. Ja. Gut, das reicht fürs Erste, aber wenn ich herausfinden sollte, dass du mich angelogen hast, tue ich dir nie wieder einen Gefallen. Außer wenn es dir gerade in den Kram passt, wie immer.